Und du siehst ihn halt hier in drei Varianten. Ja. Man kann einmal Motor, den nackigen Motor nehmen. Alle Subsysteme, Abgasnachbehandlung wird dann im Prinzip kundenseitig angebaut, dort, wo es gerade passt. Ja. Man kann dann aber auch zum Beispiel das Abgasmodul angebaut bekommen, bis hin zur fertigen Plug-and-Play-Lösung, die ich dir dann auch gleich im Detail sonst auch nochmal gerne zeigen kann. Genau, dann gehen wir mal rüber. Das ist jetzt zum Beispiel... Dann lass uns mal rüber gehen. Nicht der Motor, alles lose, der Kunde baut es ein, so wie es in die Maschine passt, sondern hier ist schon so die erste Stufe, dass man sagt, okay, du baust dir die Kraftstofffilter an, die sind schon verschlaucht, die sind schon elektrisch angeschlossen. Du hast ja da auch schon bisher mit der Hand schon dran. Genau, ja, ja, ist ja klar, hier das Standardding. Alles schon dran. Du siehst, das Abgasmodul ist schon komplett angebaut, ja, mit dem Motor verbunden, sodass du im Prinzip, ich sag mal einfach gesprochen, gerade Stück Rohr, Regenklappe ran, das war's. Ja, aber das ist auch eigentlich von der Geschichte her wieder auch kompakt und smart gelöst, ne? Genau, also du siehst ja auch, dass hier der Halter ist sehr schön schlank am Zylinderkopf angebracht oben. Du hast ja jetzt hier keine großen Störkonturen, der Motor ist auch immer noch sehr kompakt gehalten. Dass da im Prinzip nicht viel rauskommt, weil du siehst auch, dass das Abgasmodul auch im Prinzip wieder kompakt ist. Du hast hier vorne in der ersten Tonne hast du dein DOC drin, ja, du hast da oben die Einspritzung für das AdBlue oder auch das DEF, ist ja das gleiche Fluid, nur ein anderer Markenname. Genau. Also du hast im Prinzip da oben in der Ecke deine AdBlue-Einspritzung, genau, hast dann eine Mischstrecke und kommst dann in unsere große Tonne mit dem DPF und dem SCR-Katalysator drin und dann hinten ein sauberes Abgas. Das ist ja das Wichtige, ne? Das ist ja das Entscheidende. Das Einzige, was ich mich jetzt gerade so frage, weil ich gerade im Service möchte ja, oder sag jetzt mal so, teilweise ja, müssten ja auch Ventile mal eingestellt werden. Der Kollege müsste dann ja ab. Nein, muss er nicht. Deswegen sieht man es ja auch, dass im Prinzip der Ventildeckel ist so angebracht, dass du den Ventildeckel rausbekommst und die Ventile einstellen kannst, ohne dass das Abgasmodul abgebaut werden muss. Oh, das ist super. Genau, das ist natürlich auch ganz klare Anforderung, dass zu all den Punkten, die wir vorhin schon genannt haben, großes Thema bei CAT ist natürlich immer der weltweite Service und da muss natürlich ein Motor auch servicefähig sein. Und das ist natürlich das, wo auch schon ein Auge immer drauf geworfen wird. Ja, das geht ja im Endeffekt schon los mit der elektrischen Vorfördergeschichte, die du nach dem Filterwechsel ansteuern kannst. Gut, wenn man dann, ich sehe gerade, genau, die kleine Platte weg und dann anschließend kannst du supergeil die Ventile einstellen, hundertprozentig. Schon eine schöne Geschichte. Und oben, wie lange kann ich denn mit dem Partikelfilter fahren, bis der dann mal gewechselt werden muss? Also man muss ja 4500 Stunden muss man einhalten. Ja. Das ist Vorgabe für die Motorenhersteller. CAT hat das System ausgelegt auf 5000 Stunden. Und dann kann man natürlich wählen, ob man einen komplett neuen DPF haben möchte oder ob man einen Austausch-DPF haben möchte. Ja. Quasi, du schickst deinen alten ein und bekommst einen neuen gereinigten, den du wieder einbauen kannst. Und ansonsten, du siehst ja auch hier die Kraftstofffilter, die hast du ja auf deiner linken Seite. Hier drüben auf der rechten Seite ist der Ölfilter, alles angebaut. Ja. Ist natürlich für die Installation deutlich das Beste, weil es ist alles verbaut, du brauchst nichts mehr machen, außer eben deinen Kraftstoffvorlauf und Rücklauf anschließen. Ja. Der Motor braucht zum Beispiel auch nicht mal einen Kraftstoffkühler. Und wenn es dann zum Beispiel nicht passen würde und du möchtest dir die Filter in der Maschine versetzen, alles gar kein Problem, gibt es ja wie bei dem ersten Motor gezeigt die Variante für Remote Oil Filter oder Remote Fuel Filter und du kannst dann zum Beispiel auch nur den Vorfilter abbauen, nur den Hauptfilter abbauen oder sogar beides und dann ist das Thema, der muss dann ja wieder verdrahtet werden, wofür es bei uns in der Preisliste im Prinzip fertig konfektionierte Kabelbäume gibt. Du sagst mir, welche Länge du haben möchtest, 1 Meter, 2 Meter, packen wir den losen Lieferumfang mit rein, steckst die nur noch an. Und das war's. Und dann ist das auch schon wieder dran. Bei dem Motor, was hier so wunderschön ist für mich als Application Installation Ingenieur. Ja. Wir müssen ja den Kunden immer im Prinzip betreuen, wie kriegt er seinen Motor am besten in die Maschine rein. Ja. Und das Schöne daran ist, dass wir bei dem Motor rangehen und uns den quasi zusammen konfigurieren können mit den unterschiedlichsten Optionen. Möchtest du vorne den nackten Motor haben, alle Anbauteile lose, der Kunde baut es ein, wo es passt. Möchtest du schon einen Teil vorgebaut haben, weil es in die Maschine reinpasst? Oder möchtest du eine komplette Power-Unit haben? Und auch in diesen ganzen Optionen ist wieder wahlweise. Du siehst, wir haben jetzt an dem Motor die Lichtmaschine links oben angebaut. An dem Motor da vorne haben wir sie rechts angebaut. An dem Halter ist noch Platz für einen Klimakompressor. Wenn du einen Klimakompressor haben möchtest, ist der schon mit angebaut. Es gibt noch die Variante vorne links auch den Luftkompressor mit anzubauen. Es gibt also diverse Optionen, wo habe ich meinen Öleinfüller, wo habe ich meinen Ölpeilstab, damit du im Service natürlich auch dann am besten rankommst und nicht ganz tief in die Maschine greifen musst. Nett, danke, danke. Wir denken, woran wir können. Ja. Und das ist halt hier so das Schöne, dass es da einfach, jeder Motor kann für den Kunden so konfiguriert werden, wie er ihn braucht. Also wir sprechen hier schon von einer großen, breiten Palette an Möglichkeiten, den Motor zu konfektionieren
also kundenbezogen, so wie er es gerne dann nachher letztendlich in seiner Maschine haben möchte. Genau, definitiv. Und das Schöne ist, dass wir da im Prinzip schon ein Riesenportfolio von Cut haben, ja, wie wir die Motoren ab Werk bestellen können. Ja. Und wenn es dann immer noch Sonderwünsche gibt, die wir dann im Prinzip über das große Werk nicht abdecken können, gibt es immer noch uns als Zeppelin, als Dealer, die dann im Prinzip auch noch weitere Möglichkeiten raussuchen und ja, wie gesagt, das, was möglich ist, machbar macht. Ja, wir haben ja die smarte Lösung hier von Regeneration oben über dem Ventildeckel. Wie regeneriert der denn? Also habe ich Stillstandsregeneration zu beachten oder wie ist das System? Wie arbeitet es? Kannst du das dazu erzählen? Ja, ich probiere es mal. Also okay. Ich versuche auch so smart zu sein wie der Motor. Und das ist im Prinzip hier das Schöne an dem Motor, was im Prinzip auch unsere Kunden, die den eingebaut haben, alle auch schon wirklich mitbekommen haben und das als Feedback auch schon geben. Weil das Schöne an dem Motor ist, du hast keine Stillstandsregeneration. Das heißt, ich muss nicht rausfahren, Maschine erstmal regenerieren lassen und dann wieder in den Betrieb aufzunehmen? Ich kann die ganze Zeit durchackern? Genau, du bist ja gerade beim Punkt, du hast jetzt gesagt, du kannst die ganze Zeit durchackern, weil der Punkt ist ja, wenn du mit der Maschine arbeitest, dann brauchst du ja Leistung, du gehst auf Drehzahl und du hast Last auf der Maschine. Ja. Sonst würdest du ja nicht mit der Maschine arbeiten, sondern würdest mit der Maschine stehen. Quasi. Genau, und wenn du dann im Prinzip Drehzahl und Last drauf hast, dann kommt der Motor ja von alleine auf seine Abgastemperatur. Ja. Und du siehst, dass vorne im Ladelufteintritt ist so ein kleines Stellventil, das ist das Inlet Throttle Valve. Yes. Und wir haben ja ein Commonwealth-Einspritzsystem, was auch eine Nacheinspritzung gewährleisten kann, sodass im Prinzip ein bisschen mehr Kraftstoff eingespritzt wird, als für den Verbrennungsprozess benötigt wird. Also man kann das mit einer Nacheinspritzung regeln. Und dann, wenn der in Anführungsstrichen zu viel eingespritzte Kraftstoff, der sich dann im Abgas noch befindet, auf den DOC trifft, findet dort im Prinzip eine exotherme Regeneration statt und ich erhöhe meine Temperatur hinten in der großen Tonne, um eben meinen DPF freizubrennen, um meine SCR-Maintenance zu machen. Das heißt, wenn ich immer AdBlue einspritze, die Düsennadel oben, der Injektor am DEF-Injektor, ja, die kann sich auch ein bisschen zusetzen. Das heißt, wir haben bei den Motoren sowieso vielleicht 5-10% Regeneration wirklich nur noch, um den DPF zu regenerieren. Ja. Es geht hauptsächlich vielmehr um einfach die Maintenance im gesamten Abgasnachbehandlungsmodul. Fahren wir dann grundsätzlich immer etwas höhere Abgastemperaturen? Wir haben hier speziell beschichtete Katalysatoren drin, ja, und auch ein DPF. Das heißt, dass im Prinzip auch schon bei Temperaturen, Abgastemperaturen 400 Grad in dem Dreh, regenerieren wir schon und säubern wir schon das ganze System, dass ich eben diese hohen Abgastemperaturen gar nicht benötige. Das ist ja eigentlich sehr gut. Genau, und das heißt nämlich, wenn ich normal im Arbeiten bin und habe meine normale Abgastemperatur über den Einsatz des Motors, ist schon alles in Ordnung. Und da ist im Prinzip das Schöne, du hattest ja eingangs, hattest du ja gefragt nach Stillstandsregeneration. Ja. Das heißt, wenn du mit der Maschine am Arbeiten bist, funktioniert das von alleine. Und wenn der Motor mal so ein ganz kleines bisschen noch nachhelfen muss, macht er das im Hintergrund über das Ventil und über die Nacheinspritzung und du als Bediener kriegst davon gar nichts mit. Das heißt, du kannst den Motor weiterhin nutzen, du kannst in deiner Drehzahl, in deiner Last spielen. Der Motor regeneriert im Hintergrund, ohne dass irgendeine Lampe angeht, ohne dass du irgendwas davon mitbekommst. Denn hier ist ganz klar die Philosophie auch von Cut. Das System macht alles selbst und dann muss ich auch gar keine weitere Info rausgeben. Ich kann den Motor ja ganz normal benutzen. Das ist ja schon mal sehr gut. Also selbst mit schwankenden Lasten regeneriert er immer noch. Das heißt, er bricht auch die Regeneration jetzt nicht unbedingt ab. Das, ich sag jetzt mal, lohnt ein Carry-Einsatz. Wir haben Maschinen teilweise, die ja, also draußen im Feld, die ja nicht permanente Last haben, sondern in ihrer Last variieren. Genau, es gibt ja so typische Anwendungen mit zyklischen Lasten, wie zum Beispiel Betonpumpen oder wie zum Beispiel auch Schredder. Ja. Die dann natürlich immer sehr stark so diese Sägezahn-Applikationen haben und das ist für den Motor überhaupt gar kein Problem. Mhm. Also der Motor muss natürlich in seiner Einspritzung immer regeln, um die Last zu halten und klar, auch keine Überschwinger zu kriegen. Aber das fängt ja im DPF alles auf und ich habe über den normalen Einsatz genug Abgastemperatur, dass im Prinzip dann die Partikel weiterhin verbrannt werden, ja, dass im Prinzip dein Ruß sofort wieder rausgebrannt wird. Okay, das ist natürlich schon verrückt. Ich habe noch eine kleine Geschichte und zwar, wir haben jetzt nochmal, um die Klappe hier vorne beim Einlass reinzugehen. Wir haben auch gar keine Abgasrückführung mehr, oder wie? Nein. Also die EGR ist ja wie beschrieben, die ist komplett weggeführt. Ja. Das heißt, dass das SCR-System den Punkt übernimmt, die Stickoxide zu reduzieren. Ja. Wir haben den DPF, um meine Partikel rauszufiltern. Ja. Und das ist im Prinzip dort in dem kompakten Modul umgesetzt. Keine Finde zusätzliche EGR. 100%ig, ehrlich gesagt. Aber okay, jetzt haben wir darüber gesprochen, jetzt will ich nochmal die komplette Unit sehen. Genau, das können wir gerne tun. Ja. Die siehst du hier drüben,
Ja. Also wenn man das Ganze jetzt nochmal bis ins Ende ausbaut, dann landen wir hier wirklich bei der IOPU. Es stehen 340 kW vor uns. Und wenn du dir den Kühler anguckst, das ist unser Cut-Kompakt-Kühler. Die Einbauhöhe ist nur weniger höher als der Motor selbst. Ja. Also das ist schon eine schöne Power-Unit. Und da sprechen wir bei uns intern von einer IPU. Das heißt, es ist eine Industrial Power Unit, sodass du im Prinzip angebautes Abgasmodul hast. Du hast angebauten Luftfilter, du hast angebautes Kühlsystem. Gibt es denn hier in dieser Variante eigentlich auch wieder die Möglichkeit, gewisse Komponenten, sag ich jetzt mal Dieselfilter, Lichtmaschine, Klimakompressor nachzurüsten? Also hier bedienen wir uns auch wieder einer großen Palette an Umbaumöglichkeiten? Genau, also diese Power Unit kann man sich als solches auch wieder bei uns komplett konfigurieren. Ja. Also es ist natürlich klar, es muss natürlich auch so passen, dass die Anbauteile zusammenpassen. Ja. Aber zum Beispiel sehen wir jetzt hier die Variante angebauter Luftfilter. Ja. Musst du nicht nehmen. Den kannst du auch lose mitliefern und versetzt ihn in der Maschine, wo du ihn möchtest. Ja. Du siehst das Kühlpaket, das kann natürlich wahlweise genommen werden mit einem Drucklüfter, mit einem Sauglüfter. Wir können dir gerne auch eine Viskokupplung anbauen, wenn du das möchtest, oder einen Wendelüfter. Und auch hier ist es jetzt so, du siehst den Ölfilter angebaut, du siehst die Kraftstofffilter angebaut. Ja. Das muss nicht so sein. Also du kannst auch sagen, Ölfilter rechte Seite passt nicht, den möchte ich gerne irgendwo in der Maschine versetzen, ja. Gar kein Problem. Ja. Und da gibt es dann auch wieder die, wie du schon im Vorfeld bei dem anderen Motor genannt hattest, vorkonfektionierten Kabel? Genau, klar. Also das Schöne ist jetzt hier, wenn wir auf Kabel kommen, also du siehst es ja hier auch am Abgasmodul, es ist dort schon alles verkabelt. Ja, es ist alles drin und alles dran. Du siehst dort mit dem schwarzen Sensorkabel, das ist hier? Das ist der erste NOx-Sensor. Hier kommt das Abgas an, es ja. ist noch ungereinigt, es ist schmutzig, deswegen ein schwarzes Kabel. Schmutzig. Und du siehst dann am Abgasaustritt auch wieder einen NOx-Sensor, der erstmal gleich aussieht, aber der hat so ein weißes Kabel. Das ist dort auch schon mit angebaut, das heißt der NOx-Outlet-Sensor ist auch schon angebaut, ist schon mit verdrahtet, da brauchst du nichts mehr machen und da ist im Prinzip das Abgas gereinigt. Deswegen ein helles Kabel. Ready to play. Genau. Ebenso siehst du auch die beiden blauen Schläuche dran. Das ist die Kühlung für den DEV-Injektor. Auch das ist alles schon angebaut. Das ist hier mit an den Motor mit angeschlossen. Auch da brauchst du nichts mehr tun. Und was ist mit dem Tank? Der Gluttank? Naja, wir haben ja... Komm her. Hier. Hier ist ja der Gluttank, die komplette Einheit. Genau. Jetzt ist ja so, wir haben die komplette Einheit. Der AdBlue-Tank, der muss natürlich noch ran. Ist es da egal, kann ich die, gibt's da, sag ich jetzt mal, Maße einzuhalten, was die Länge der Schläuche betrifft, die ja. dann letztendlich an den Motor angesteckt werden? Ja, also da ist es auch wieder so, das Schöne ist, du musst bei diesem AdBlue-Tank, den wir auch bei Cut die P2 nennen. Die was? Die P2, das ist die Pump Electronic Tank Unit. Ach, auch wieder das Schöne, dass das auch wieder eine in sich abgeschlossene Einheit ist, ja. Das heißt, du hast deinen Tank, du hast dort im Prinzip die Elektronik schon mit dran, die da notwendig ist, weil du willst ja auch wissen, wie viel ist in meinem Tank drin, stimmt denn die DEV-Qualität auch, der Tank muss ja auch mal beheizt werden mit Kühlwasser, da gibt es also so ein kleines Coolant-Diverter-Valve, genau. Das ist alles schon angeschlossen an dem Tank verbaut, das heißt, du baust dir den Tank ein. Auch Plug-and-Play-Lösung. Genau, in unterschiedlichen Größen, also wir fangen da an bei 27 Liter, können hochgehen bis 93 Liter und es ist immer wieder diese Unit. Du kriegst bei uns sogar, wenn du möchtest, die Befestigungs-, die Spannbänder und die Anti-Rutschmatte unterm Tank dazu. Sogar die Anti-Rutschmatte? Sogar die Anti-Rutschmatte. Oh, Junge, 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 ich bin begeistert. Und dann ist das Schöne, da musst du den Tank ja natürlich, wenn er in der Maschine ist, ist noch irgendwie anschließen. Ja, ja. Und das geht einmal über die DEV-Leitung. Ja. Und die kriegst du bei uns auch in unterschiedlichen Längen bis zu 6 Meter. Und dann sagst du mir, ob du gerne 1 Meter haben möchtest, 2 Meter, 4 Meter, 6 Meter. Und du kannst sogar noch aussuchen, möchtest du einen 90-Grad-Anschluss haben oder einen geraden Anschluss? Oh, Mensch, du, das glaubt man ja nicht, ne? Und da kommt wieder der Satz, ne? Zeppelin, we create solution zum Einsatz. Und jetzt sagen wir mal so, jetzt haben wir hier wirklich alle drei Motoren schön durchgequatscht, ne? Und gibt es eigentlich schon Anwendungen, wo dieser Motor eigentlich schon so, ich sag mal, priorisiert zum Einsatz kommt? Ganz klar. Also wir haben mit dem Motor, der ist absolut in der Serienreife. Ja. Wenn du dich bei uns im Lager umguckst, wir haben den auch lagerfähig in den unterschiedlichsten Konfigurationen. Ja. Der ist abrufbereit. Und das ist halt so der Punkt, dass der Motor, das war der erste Motor für Stufe 5, der war 2018 schon in Serie. Und seitdem geht er durch. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's für heute erstmal. Ich danke dir, Hannes, für die Zeit. Und ja, ich denke mal, wir haben uns jetzt erstmal was Leckeres verdient, oder? Du hast ja schon geploppt. Genau, jetzt stoß mal an. Alex, ich wünsche dir was. Hannes,
Ich könnte mir keinen besseren Moderator vorstellen als dich, weißt du das? Du bist wieder so charmant. Ach. Wo hast du das nur her? Ach, glaub es mir, lange, lange Erfahrung. 10 Friseuse. Jetzt bin ich raus. Richtig geilen Haaren. 10 Friseuse.